Herzlich willkommen zur 63. Folge RimWorld, zweite Staffel hier in der Bildergalerie. Ich heiße Michael und euch herzlich willkommen. Genauso wie Breiga, die Zimmerin. Wie heißt sie denn eigentlich komplett? Mapraga. Breiga Mapraga. Okay. Ich habe die Arbeit schon mal ein bisschen zugewiesen. Reinigen soll sie natürlich, transportieren soll sie natürlich, im Wald rumhacken soll sie, Feldarbeit soll sie machen. Mit 5 ist es so okay, naja, geben wir ihr mal lieber die 2 rum. Aber dass jetzt diese allgemeinen Ressourcen-Einsammelangelegenheiten ein bisschen abgearbeitet werden. Hier wird Schildi bearbeitet von Konrad. Stühle habe ich bauen lassen ohne Ende, damit sich alle auch schön vergnügen können. Und dann braucht sie eigentlich mal noch ein Bett für Breiga. So, haben wir noch irgendeins liegen? Nein, also müssen wir noch eins bauen. Sowieso eine ganze Einrichtung noch bauen, sehe ich gerade. Machen wir mal. Auf jeden Fall mal einen schönen Boden. Und dann bekommst du... ein Bett. Eine Kommode. Kommode. Kommode, ein Regal kommt rein. Und was könnte man noch gebrauchen? Der obligatorische Blumentopf. Und das wird dann dein Bett werden. Aber bis dahin muss ich erstmal das wieder zuweisen. Kriegst du erstmal das hier. Damit du nicht ganz unglücklich bist. Hier werden die Metallbrocken geschmolzen und das Problem ist ja mit den Bauteilen gewesen, dass ich zu wenig Plaststahl habe, beziehungsweise zu wenig Gold. Blockiert durch Bambus. Weg damit. Wilde Bären. Weg damit. Und du? Oh nee, Elefanten. Ich bin irgendwann geneigt, ein paar Elefanten wieder zu schießen, weil das wären mir jetzt langsam wirklich zu viele. Hier unten die große Herde, dort oben eine Herde. Nicht so schön. Wie sieht's mit dem Fleisch aus? Ist nämlich auch schon wieder fast runter, klar. Hundis futtern. Was haben wir hier? 71% gewachsen. Hm. Wer macht sich ein Bier auf? Na, wieso? Hast du Stress oder was? Die Stimmung ist doch top. Ich muss mal kurz meine Drogenrichtlinie hier überarbeiten, ganz offensichtlich. Wenn mir einfallen würde, wo das war. Zeitplan? Hier. Drogenrichtlinie verwalten. Drogenrichtlinie. Keine Drogenrichtlinie ausgewählt. Ah, okay. Ich habe also noch gar keine. Ein Getränk pro Tag. Nee. Soziale Drogen. 1. Nenne ich die jetzt mal. Stimmung, wenn unter 55. Nur wenn Entspannung unter 55. Das bedeutet, geplant. Nach einem bestimmten Fest. Genau. Das gleiche gilt dafür. Was ist das hier? Zur Entspannung. Ah. Nur wenn Stimmung unter 55. So. Und alles. Ach so, für Abhängigkeiten. Ambrosia. Das nehme ich alles mal raus. So. Ambrosia könnt ihr euch reinhauen. Im Inventar behalten. Könnt ihr euch 1 von der leckeren Ambrosia. Okay. Gut. Habe ich das jetzt? Ich schaue es mir lieber nochmal an. Nee. Soziale Drogen 1. Genau. Sehr gut. Also war das wahrscheinlich vorher auch drin, aber sei es wie es sei. Hier wird jetzt inzwischen schön geputzt. Und gebaut. Okay. Machen wir mal weiter. Muss ja ein bisschen vorwärts gehen hier. Breiga baut dann ihre eigene Bude.
Und der Löschschaum ist abgeschlossen. Kurz Pause machen, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Zeit. Wasserradgenerator. Naja, ich könnte auf Geothermie gehen. Ich habe ja schließlich einen Geothermie. Aber, Transportkapsel, Startrampe, das sind alles Sachen, die brauche ich noch nicht. Ich müsste hierher gehen und dazu fehlt mir der blöde Multi-Analysator. Schlecht. Überflutung haben wir nie. Wasserradgenerator Sprengfallen. Tja. Ich mach mal sowas, ja. Und weiter geht's. Baumwolle. Ist eigentlich gut. Das haben wir hier abgelaufen. Seltene Trumbos. Hehehe. Da sind sie wieder. Ja, das ist schön, dass ihr da seid. Aber diesmal, auch diesmal werde ich euch nicht jagen. Seid mir außerdem viel zu hübsch. Schon wieder eine verrückte Schildkröte. Naja, das ist eigentlich kein Problem. Wo bist du? Ach, genau da. Ja, Arina. Sorry. Raus. Und die Diene, nee. Miki und Steff gucken gerade gemeinsam fern. Breiga, braucht er noch eine Kanone? Was haben wir denn hier alles? Wo, dann machen wir sie. Wie gut bist denn du in Fernkampf? Hast du immerhin 8. Ich bräuchte eigentlich noch einen Nahkämpfer. Schlecht, normal. Alles gar nicht so toll. Hier geben wir mal die Schrotflinte. So, und dann kommst du mal mit. Ja, kann Miki eigentlich auch mitkommen. So. So. Und dann schießt dir mal die blöde Schildi ab. Wenn er mal mit dem Scharfschützengewehr besser treffen würde. Das wäre ja auch meine Sache. Ja, Breiger hat gut geschossen. Sehr schöner Schuss. Bist du tot? Ja, okay. So, du kannst das Ding gleich holen. Und da hat man wieder ein bisschen Fleisch zusammen. Ansonsten ist nichts passiert. Oh, ich habe doch an Dings geforscht. Ich habe doch an Bioraffinerie. Nee, Hydrokulturenbecken. Wie groß ist denn das? Das wäre ja eigentlich gar nicht so blöd, wenn man mal sowas hätte. Genau, ich baue ein Gewächshaus. Sowas in der Richtung. Das ist eine gute Idee. Also denke ich mal, hoffe ich mal. Habe ich genug Stein? Moment. Stein ist ein bisschen mau. 85 Granitblöcke. Alles nicht so schön, ne? Läuft das hier noch? Quatsch. Schlachtbahn. Nein, hier. Schieferblöcke, ja, so gut wie nichts da. Okay, sollte eigentlich laufen. No. Naja, muss halt mal gemacht werden. Und aus Holz möchte ich es nie unbedingt bauen. Aber ein schönes Gewächshaus wäre doch mal was Nettes. Und hier habe ich eine Kanone. Das ist alles soweit safe. Das gefällt mir. Wo baue ich das Gewächshaus hin? Hier irgendwo wäre schon ganz cool. Eine Wand aus Holz. Wie viel Holz habe ich jetzt gerade? 188. Ja, alles gar nicht so geil. Ich hätte es natürlich auch gerne aus Stahl, aus Stein. Sandstein. Ich kann ja mal hier weiter. Was haben wir denn hier alles? Granit. Ich muss ja sowieso, oder vielleicht... Oder vielleicht, was ist denn das für ein Satz? Ich wollte ja eh mal ein bisschen in den Bergbau einsteigen. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. Idealerweise natürlich Maschinenteile. Aber jetzt bauen wir erstmal aus Granit. Hier ein Gewächshaus hin. So, natürlich.
Nämlich nicht dahin, wo das Windrad steht. So. So, das geht sogar. Ganz kurz gucken. Okay. Das machen wir lieber so. Das kommt weg. Und dann brauchen wir natürlich noch Türen. Aber da brauchen wir nur eine. Naja, bauen wir uns wo ein. Okay, und die Sachen kommen weg. Ihr Elefanten, geht mir nie aufs Schwein. Genau, legt euch hin und bleibt ganz ruhig. Ganz entspannt. Wegmachen lassen das Zeug. Was machst du? Duckt sich rum. Wir haben eine ich dachte, ich habe Schildi erschossen. Was ist denn hier passiert? Gab es mehrere? Dumm, dumm. Okay. Dann holst du das gleich mal. Haben wir zumindest wieder Schildkrötenfleisch, immerhin. Da gibt's Schlimmeres. Hier wird weiter gebaut. Naja. Kann ich die Tür abreißen? Ja. Gut. Beschädigte Kleidung haben wir immer noch. Ach, das sind Dinge, um die sich mal gekümmert werden müsste. Hier unten steht ein Bett. Moment, wer ballert denn hier rum? Wer ballert hier rum? Klang so. Doch so. Ihr pennt alle. Die Trombos sind hier. Sind das die Trombos, die die Geräusche machen? Ja, ja. War hier nie irgendwo mein schöner Ambrosia ein? Ja. Pflücken, pflücken, pflücken. Wichtig. Okay. Weiter geht's. Halt, ich bin im Kampf? Womit? Was ist jetzt hier die Gefahr? Verstehe ich gerade nie. Irgendwas ist. Aber ich sehe es nie. Habe ich irgendwas verpasst? Zum Ding, es braucht das nie machen. Ah ja, alles wieder okay, gut. So, Robin, genau, dann hack mal hier Zeug. Ja, das kannst du ja ganz großartig. Wow. Bist ja der Beste. Was ist hier los? Irgendwas ist schon wieder. Wer schießt auf was? Irgendjemand schießt doch hier. Was ist denn hier los? Ja, man hört es leider nie. Ist leider kein PUBG oder so. Ich höre es zwar ballern, aber ich kann nicht sagen, von wo. Und wer hier auf was schießt. Die Knarre! Würdest du bitte mal aufhören? Auf den Trumbo zu... Ach nee, du schießt auf die Schildkröten. Haben wir hier noch mehr? Menschenjäger. Okay. Robin. Wo ist die jetzt mal? Jetzt noch mal die Schildkröte, okay. Es waren also mehrere Schildkröten. Hm. Wahnsinns gefährliche Gegner. Bist du Menschenjäger? Nö. Naja, jetzt bist du halt trotzdem dran. Wir können ja das Fleisch gut gebrauchen. So, okay. Wie geht's hier? Robin hackt schön fleißig Zeugs. Wie sieht's mit Holz aus? Könnte man auch immer noch ein bisschen was gebrauchen. Einmal auf Vorrat. Genau, das klappt jetzt nämlich so langsam. Hier wird das Gewächshaus gebaut.
Großartig, großartig. Großartig. Robin, du wirst dich hier einfach krass in den Berg reinfressen. Und wir kriegen zumindest ein paar Steinrohstoffe etc. So, da haben wir wenigstens ein bisschen Stein gelumpt. Und hier ist vor allen Dingen Granit und Schiefer. Das sind ja eigentlich die Sachen, die ich am meisten brauche. Okay, Robin, ja, armes Schwein. Bist du eigentlich der Einzige, der hier Fisch im Bergbau aktiv sein muss? Bergbau 1, ja, Tatsache. Naja, finde ich gut. Du bist eine totale Null. Wie gut bist du im Bergbau? 11. Naja, du bist halt doch... Ja, du bist gar nicht schlecht da drin. Tut dir bloß nichts. Was macht Reiger jetzt? Baut weiter an den Sachen. Gut. Ja, bringt mich zwar meiner Operation Bauteile noch nie wirklich weiter. Training erfolgreich angreifen. Robin, na Logo, ist mir schon klar. Der ganze Bergbau ist halt scheiße. Das finden sie alle nicht so richtig geil. Und natürlich, was mir mal eingefallen ist, Entspannung. Ich habe doch jetzt Stoff. Pokertisch. Mensch. Billardtisch. Oh, okay. Meinen Aufenthaltsraum ein bisschen erweitern. Oh, was kann man hier alles machen? Was kann man hier alles noch machen müssen können? Verdammt. Schachtisch. Schon gerne hier im Aufenthaltsraum. Nun gut. Schauen wir uns das mal in der nächsten Folge an. Thema Erholung. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und sage ciao, ciao. Bis bald.